Hier ist dein Pastor Daniel heute mit dem Thema, wie werde ich reich? Bleib dabei und erlebe, wie du das Beste aus deinem Geld machen kannst. Wie viel Geld brauchst du, um dich total finanziell abgesichert zu fühlen? Wie groß muss dein Vermögen sein, damit du in absoluter finanzieller Sicherheit leben kannst? Würden 100.000 Euro reichen? Oder wie wäre es mit einer Million? Jetzt sagst du vielleicht ähm, 10 Millionen. Das wäre schon ein wenig besser. Und was ist mit einer Milliarde? Hier ist Jeff Bezos. Er hat wahrscheinlich 150 Milliarden US-Dollar und er gehört mit zu den reichsten Männern der Welt. Angenommen, du hättest dieses riesige Vermögen. Würdest du dich damit sicher fühlen? Aber was wäre, wenn dann ein Börsencrash kommt? Eine weltweite Wirtschaftskrise, wenn ein Krieg ausbricht und dein Besitz dir von Dieben genommen wird oder dein Geld über Nacht den ganzen Wert verliert. Gibt es einen Weg zu finanzieller Sicherheit? Wenn du diese Fragen nicht beantworten kannst, dann schau dir die vielen Zeitschriften, Zeitungen, Fernsehen und Blogs im Internet an. Da gibt es so viele Ratgeber, hier Donald Trump, wie du reich werden kannst. Oder ist sowas seriös? Wenn du dir die unzähligen YouTube-Videos reinziehst, siehst du, da gibt es so viele komische Möglichkeiten, wie du schnell an Geld kommen kannst. Du musst nur ein wenig Geld investieren und schon wirst du in kürzester Zeit Millionär. Und dann kannst du in den Ruhestand treten, Ferien irgendwo in den Tropen machen und wunderschönen Palmen dich entspannen. Freunde, was wir heute brauchen, ist nicht irgendein Ratgeber, wie wir reich werden können. Wir benötigen eine echte Sicherheit, auf die wir zählen können. Und das ist kein persönliches, kein staatliches Vermögen, das ist keine Versicherungsgesellschaft, keine Aktiengesellschaft oder andere Angebote. Nur Gott kann uns echten Reichtum schenken. Und wie das geht, das wollen wir heute hier gemeinsam herausfinden. Du kannst arbeiten, bis der Arzt kommt. Du kannst 60, 70 Stunden in der Woche arbeiten oder noch viel mehr. Alles nur, um dieses Haus für 400.000 endlich abzubezahlen. Zehn Jahre später ist dein Haus dann vielleicht 800.000 Euro wert. Du sagst, wow, jetzt bin ich reich. Der Wert meines Hauses hat sich verdoppelt. Dann kommt ein Börsencrash und über Nacht merkst du auf einmal, dein Haus ist nur so noch 250.000 Euro wert. Das Leben kann sich so schnell verändern. Du kannst dein Geld in Aktien anlegen und die Rendite schütten massiv Gewinne aus. Doch dann geschehen Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Und du verlierst wieder dein Vermögen innerhalb von 24 Stunden. Deine 100.000 Euro sind einfach nicht mehr da. Das Leben ist extrem unsicher. Man kann nicht einmal eine Woche vorhersehen, was es mit sich bringt. Es gibt keine Sicherheit in den Dingen dieser Welt. Du kannst dein Geld auch in Gold anlegen. Viele sagen Metall, wenn die große Krise kommt und wenn ich Gold besitze, dann bin ich vorbereitet. Aber schauen wir uns den Zweiten Weltkrieg an, zum Beispiel. Da hat Gold nicht funktioniert. Man kann bei Gold nicht von einer zuverlässigen Versicherung tatsächlich sprechen. Aus dem Zentrum der Macht kommt die Warnung: fünf Gründe, warum der Finanzencrash kommen wird. Das ist hier die BIZ, die Zentralbank der Zentralbanken. Nur eine von vielen Warnungen, dass der plötzliche Totalkollaps vor der Tür steht. Der nächste Finanzcrash kann aus dem Nichts hervorbrechen. Nachrichten wie diese hören wir immer wieder. Und ja, wir gewöhnen uns leider daran. Was machst du, wenn du auf einmal alles verlierst? Wie geht dein Leben weiter, wenn du da bist mit leeren Händen und eine Finanzkrise dein Leben für immer radikal verändert? Hier die Staatsverschuldung in Nordamerika. 1989 3 Billionen Euro und jetzt sind wir 2020 bei über 20 Billionen Euro. 2020 haben wir auch in Deutschland 2 Billionen Euro Schulden und die Frage ist, die ich mal wieder stelle, wie geht es weiter? Was bringt die Zukunft? Die Schulden werden ja immer größer. Welch ein Leben, welch eine Zukunft erwartet? Mich und meine Kinder. Auch bei der Pro-Kopf-Verschuldung liegt Amerika vorne. Im Jahr 2020 waren das 70.000 Euro, in Deutschland liegen wir bei ungefähr 25.000 Euro pro Kopf. Denken wir an die Kreditkarten. Die, wir, die ziehen wir schnell heraus, nutzen sie und danach merken wir, wie die Schulden immer größer werden. Zinszahlungen können oft nur schwer beglichen werden. Wir alle leben in einer Konsumgesellschaft. Es geht darum, immer das Neueste, das Beste, das Größte zu haben. Wir sagen uns, hey, ich brauche diese neue Kleidung von Zalando. Zalando hat gerade einen super Mega-Deal und naja, da muss ich jetzt zugreifen. Und wir meinen, das neue Auto, das einen Elektroantrieb hat, das brauchen wir auch unbedingt. Und das allerneueste Smartphone, am besten immer wieder den Tarif wechseln. Aber dann, irgendwann, werden diese Dinge auch alt und gehen kaputt. Wie können wir unser Geld am besten anlegen? Wo finden wir echte Sicherheit? Wo werden wir tatsächlich reich in den Augen Gottes? Welche Lösung hält Gott für unsere finanziellen Probleme bereit? Heute wollen wir gemeinsam das Wort Gottes betrachten. Und hier, meine Freunde, haben wir den besten Finanzratgeber. Hier können wir heute lernen, wie wir echt reich werden können in den Augen Gottes. Lesen wir gemeinsam Matthäus Kapitel 6, die Verse 20 und 21. Sammelt euch viel mehr Schätze, wo im? Aha, im Himmel, wo weder die Motten noch der Ross sie fressen, wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Was könnte damit gemeint sein? Nichts anderes, als dass ich zu Jesus komme und sage, ich möchte gerne dir meinen Besitz sein, mein Geld, alles, was ich bin und was mich ausmacht, und auch was ich habe. Es bedeutet nicht, dass wir jetzt zu unserem Bankkonto rennen müssen und das ganze Geld abheben und naja, das sofort Jesus geben und dass wir unser Haus, unser Auto verkaufen und alle spenden für die Mission. Vielleicht ruft Gott dich auch dazu auf. Aber hier geht es vielmehr darum, dass ich alles, was ich bin und was ich habe, Jesus Christus weihe. Und wenn wir ihm das weihen, dann gehört ihm der Besitz. Ihm gehört alles das, was wir haben. Und dann, wenn es uns genommen wird, dann können wir zu Jesus sagen, du hast es mir gegeben und das ist wieder genommen. Dein Name sei gelobt. Unser Leben ist doch äußerst unsicher. Du kannst heute viel besitzen und auf einmal morgen verlierst du es. Du hast vielleicht eine tolle Villa mit einem Pool. Denken wir dir an die Menschen in Amerika. Viele Promis besitzen so etwas. Und dann Kommen Waldbrände in der Nähe deiner Villa auf. Die kommen immer näher und die Flammen werden von Wind gegen deine Villa getrieben und plötzlich brennt dein Ein- und Alles. Weil wenn du meinst, dass es das Wichtigste in deinem Leben ist und dann deine Villa zerstört ist, wirst du vielleicht einen Nervenzusammenbruch erleben, weil dir alles genommen ist. Aber nicht so, wenn es Gott gehört, wenn du es Gott vorher geweint geweiht hast. Dann kannst du Frieden haben, selbst in der Krise. Weißt du, es ist nicht falsch, Dinge zu besitzen. Gott ist nicht gegen Reichtum. Gott ist selber reich und Gott schenkt uns Menschen Reichtum. Aber wichtig ist, wie wir mit dem Reichtum umgehen. Schau mal, es ist nicht falsch, etwas zu haben, aber es ist nur falsch, wenn die Dinge dich besitzen. Es ist nicht falsch, ein Auto zu besitzen, aber es ist falsch, wenn das Auto dich besitzt. Es ist nicht falsch, Tolle angesagte Kleidung zu haben, aber wenn diese Kleidung dich besitzt, ist irgendetwas komisch. Es ist nicht falsch, das neueste und beste Smartphone zu haben, wo du vielleicht 50 Mal am Tag deinen Instagram-Account checkst, weil du ja immer aktuell online sein musst und immer wissen musst, was passiert denn gerade. Aber wenn das Smartphone dich besitzt und dieser Instagram-Account, da läuft irgendetwas schief. Was besitzt dich und was besitzt du? Wenn dein ganzes Glück nur davon abhängig ist, von dem, was du hast, was andere über deinen Besitz denken, dann läuft irgendetwas falsch. Manchmal lässt Gott es zu im Himmel, dass die Dinge, die wir haben, uns genommen werden, damit wir verstehen, es geht nicht um das, was ich habe, es geht um das, was ich bin in den Augen Gottes. Denken wir an das Jahrhunderthochwasser in Deutschland im Jahr 2002. Manchmal passiert das sehr, sehr schnell. Hier kommen sintflutartige Regenfälle. Und von Tschechien kommt das Hochwasser bis nach Niedersachsen. 43.000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Die Schanzen lag bei ungefähr 9 Milliarden Euro. Was möchte Gottes damit sagen? Vielleicht verlass dich nicht auf dein Haus, mein Freund, und nicht auf dein Auto, nicht auf deinen Besitz, sondern ganz alleine auf mich. Nur ich kann dich glücklich machen. Alle Dinge hier auf dieser Erde sind nur zeitlich und die können zerrinnen und nicht mehr da sein. Die Bibel sagt in Matthäus 16, Vers 26, <laughs> denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein, was verliert sein Leben? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Es lohnt sich nicht, für die Dinge dieser Welt zu leben und dabei sein eigenes Leben zu verlieren. Judas hat Jesus Christus verraten für nur 30 Silberstücke. Und viele verraten heute Jesus auch. Sie tauschen diese Dinge der Welt gegen Jesus ein. Doch all das, was wir haben, was wir besitzen, kann uns niemals glücklich machen. Ist es nicht so, wir freuen uns auf das neueste Smartphone? Wenn es endlich da ist, dann sagen wir, oh, wow, krass, so viele Funktionen, es macht Spaß. Aber irgendwann dann pff, geht diese Freude, diese Befriedigung, dieser Spaß, der ist dann nicht mehr da. Nur einer kann uns wirklich glücklich machen und das ist Jesus Christus im Himmel es ist niemals das ganze Geld der Welt. Und deshalb sagt uns das Wort Gottes im Psalm 90, Vers 12, lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir aha, weise werden. In anderen Worten, Herr Jesus, das können wir heute sagen, bitte helf mir, dass ich meine Zeit weise nutze, dass ich auch mit meinem Geld richtig umgehe. Denn auf uns erwartet eine Ewigkeit. Und diese Ewigkeit, die dürfen wir niemals aus den Augen verlieren. Was ist eigentlich Ewigkeit? Ich meine, es ist für uns schwer vorstellbar, aber vielleicht hilft uns die Illustration. Hier ist eine Seemöwe und diese Seemöwe, die fliegt zum Mittelmeer. Ich liebe das Mittelmeer persönlich, ich finde es genial, glasklares Wasser, da kann man wunderbar schnorcheln und die Fischwelt betrachten und diese riesige Weite vom Mittelmeer, ich bin da gerne. Und so kommt diese Seemöwe und sie kommt einmal in tausend Jahren zum Mittelmeer, um einen Tropfen Wasser vom Mittelmeer mitzunehmen an einen anderen Ort. Jetzt ist meine Frage an dich, wie lange würde diese Seemöwe brauchen, bis sie das gesamte Mittelmeer entleert hat? Achtung, wie oft kommt sie? Innerhalb von tausend Jahren nur einmal. Wie viel nimmt sie mit? Nur einen Tropfen Wasser. Wie lange würde das dauern, bis das Mittelmeer bewegt wäre, bis die Möwe alles mitgenommen hätte? Das gesamte Mittelmeer entleert hätte. Oh, uh, unglaublich lange, oder? Und das ist nur eine Sekunde der Ewigkeit. Die Ewigkeit ist eine sehr lange Zeit. Viele verkaufen heute leichtfertig diese Ewigkeit. Sie haben nicht verstanden, dass das Leben kurz ist. Viele Menschen geben ihr ganzes Geld aus für ein Haus, in dem jemand anderes leben wird. Viele geben ihr ganzes Geld aus, um ein Auto zu fahren, das irgendwann nicht mehr erst durch den TÜV schafft. Und dann wird es. Irgendwo auf dem Schrottplatz landen. Viele geben ihr ganzes Geld aus für ein Handy oder für ein Handytarif, das irgendwann technisch überholt ist. Die beste Investition, die du machen kannst, ist, in das Reich Gottes zu investieren. Nicht in Akten, in Erlebnissen, in Reisen in materiellen Dingen, sondern in Jesus Christus, in die Ewigkeit. Das ist das Größte, was du mit deinem Geld machen kannst. Unser Leben kann doch so schnell vorbei sein. All das, wofür wir gearbeitet haben, was wir angeschafft haben, Wofür wir gerackert haben, der Besitz, den wir uns angehäuft haben, der ist dann weg. Lasst uns das Geld richtig einsetzen. Meine Freunde, die Bibel sagt einen großen Finanzcrash, eine Finanzkrise, einen Zusammenbruch der Finanzmärkte voraus. Die Welt wird erschüttert werden. Schauen wir uns zwei biblische Prophezeiungen an. Danach wollen wir die Frage beantworten: Wie werden wir wirklich reich in den Augen Gottes? Zwei prophetische Vorhersagen auf den großen letzten Finanzcrash, den die Welt erleben wird. Hier, Jakobus Kapitel 5, die Verse 1 bis 3. <laughs> Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Es ist also noch zukünftig. Die Reichen, und dazu gehören auch wir in Europa, in Deutschland, wir sollen weinen und heulen über das, was kommen wird. Euer Reichtum ist verfaulen, eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. In anderen, Worten, in anderen Worten, ihr seid reich gewesen, aber der Reichtum. Euer Reichtum ist vergangen. Der Text geht weiter. Euer Gold und Silber wird, ist verrostet. Und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und eure Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den, welchen Tagen? In den letzten Tagen. Hier geht es um Prophetie. Gott sagt, es geht nicht im Leben einfach nur darum, reich zu werden. Das Leben ist mehr. Auch das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, spricht von der kommenden Finanzkrise. Das Geld wird unglaublich schnell an wert verlieren hier die prophetischen worte der bibel offenbarung 18 die verse 10 bis 17 wir lesen jetzt nicht alles sondern nur ein wenig anteilig zusammenfassend denn in einer prophetischen stunde ist ein gericht gekommen und die kaufleute der erde weinen und trauern über sie weil niemand mehr ihre ware kauft denn in einer stunde wurde dieser große reichtum verwüstet Warum weinen die Kaufleute? Weil sie nicht mehr kaufen können. Denn in einer kurzen Zeit verliert alles an Wert. Hier crasht die Börse. Die Menschen werden nicht mehr kaufen können. Dann werden die Ware, ist die Ware der Kaufleute nutzlos. Die Bibel sagt hier eine große, gewaltige Finanzkrise voraus. Die Menschen, die ihre Sicherheit in Geld, in Besitz, in Aktien gesetzt haben, die werden bitter enttäuscht werden. Wie kann Gott uns davor bewahren? Wie können wir das Beste aus unserem Geld machen? Wie können wir wirklich reich werden in den Augen Gottes? Was ist Gottes Plan? Hier kommen wir zum besten Finanzratgeber, die Bibel, das Wort Gottes. Wir möchten heute anfangen mit dem Eigentümer. Wem gehört alles? Die ganze Erde. Das ist natürlich Gott. Die Bibel sagt in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1, <laughs> im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde gehört nicht uns, sondern Gott. In 1. Mose 2, Vers 8 geht es weiter. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Wer hat den Garten gepflanzt? Es ist Gott. Und Gott hat den Menschen hineingesetzt als Verwalter, als Manager. Der Mensch hat eine Aufgabe von Gott bekommen, aber Gott ist im Endeffekt der Besitzer. Alles, was ich bin, was ich habe, was mich ausmacht, all das kommt von Gott. Und ich bin nur der Verwalter, der Manager. Als Adam und Eva durch den Garten Ehen gegangen sind, haben sie die wunderschönen Blumen gerochen. Sie haben diesen süßen Duft der Blumen wahrgenommen. Und sie haben die Schöpferkraft Gottes erlebt. Und da stelle ich mir so vor, als Adam und Eva die Obstsäume betrachtet haben, haben sie diese reife Mango gesehen und gesagt: wow, saftig, lecker, unglaublich. Und. Eva hat uns Adam gesagt: Willst du auch mal probieren? Die schmecken so gut. Und als sie dort diese Mangos, Bananen und Ananas gesehen und probiert haben, erkannten sie: Diese Früchte, die kommen nicht von uns, die sind von Gott. Gott hat uns das geschenkt. Unglaublich, wie großartig und liebevoll unser Gott ist. Und Gott sagt das Wort Gottes, segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. In anderen Worten. Ich bin der Besitzer, ihr füllt die Erde. Ihr seid Verwalter der Erde. Und Gott sprach weiter: Herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Vielleicht hat Gott Adam und Eva auch Folgendes gesagt, Psalm 50, Vers 10: Denn alles Wild des Waldes gehört mir und auch die Tiere auf den Bergen. Und dann Psalm 50, Vers 12: Ein wunderbarer Text. Hier sagt Gott. Wenn ich hungrig wäre, würde ich es dir nicht sagen, denn die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt, gehört wem? Gehört mir. Gott ist der Besitzer. Und er sagte so eines Tages zu Adam und Eva, alles, was ich habe, gehört mir, auch der Baum der Kenntnis des Guten und Bösen. Ich möchte nicht, dass ihr davon esst. Wenn ihr von diesen Früchten esst, dann beraubt ihr mich. Also das gehört mir, da sollt ihr nicht hingehen. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Garten Eden darfst du essen, nach Belieben. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewiss nicht sterben. Adam und Eva misstrauten Gott und aßen von der Frucht. Was ist da wirklich passiert? Dieser Baum offenbarte Adam und Eva, dass Gott der alleinige Schöpfer ist, dass er der Besitzer ist. Und als Eva davon nahm, da hat sie Gott gezeigt, ähm, naja, du bist gar nicht der Besitzer, ich nehme was, was ich mir möchte. Jetzt ähm, gehört es auch mir. Gott, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Eva hat den Besitz Gottes missachtet. Wenn wir unser Leben leben, nur um reich zu werden, nur um viel Besitz anzuhäufen, nur um viel Geld zu haben, dann zeigen wir Gott damit, es geht nicht um dich, lieber Gott, es geht um mich. Gott, du hast mir nicht das Geld gegeben, ich habe es mir verdient. Gott, es ist dein Reichtum. Es ist nicht dein Reichtum, es gehört mir. Aber das ist eine falsche Einstellung. Sie macht uns kaputt und lässt uns am Ende mit leeren Händen zurück. Ich frage mich, gibt es heute auch so einen Glaubenstest? Irgendetwas, wo Gott mich prüft und mir sagt, du, wenn du hier mir treu bist, dann anerkennst du mich als Schöpfer und Besitzer der Erde. Gibt es da so einen Glaubenstest? Wie damals der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Was könnte das sein? Lesen wir Apostelgeschichte 17, die Verse 24 und 25. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, der doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Gott hat die Erde erschaffen, er hat alles Leben gemacht. Und Gott hat auch Folgendes gemacht, 5. Mose 8, Vers 18. So gedenke doch an den Herrn, dein Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben. Gott möchte, dass wir... An ihn gedenken, dass wir nicht vergessen, dass wir selber aus eigener Leistung und Kraft diesen Reichtum erwirtschaftet haben, sondern der Reichtum kommt immer von Gott. Wir sollen an ihn denken, ihn nicht vergessen, uns an ihn erinnern. All unsere Talente und Fähigkeiten, die wir haben, die haben wir von wem? Von unserem Gott im Himmel. Ich habe nicht diese Talente entwickelt, die kommen von Gott. All unsere beruflichen Möglichkeiten, unsere Segnungen, die kommen von Gott. Wer hatte diesen Job geschenkt? Gott im Himmel. All unsere Gesundheit, unsere Kraft kommt von wem? Von Gott. Dass dein Herz gerade schlägt, dass du atmest, das kommt von Gott. Die beruflichen Möglichkeiten, all deine Gaben, deine Talente, das sind Geschenke Gottes. Warum? Er hat uns das gegeben, weil er uns liebt. Und wir sind Verwalter, nicht Besitzer davon, sondern wir sind die Manager von den Geschenken Gottes. Ja, was machen wir mit diesem Text? Haggai 2, Vers 8. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Hier finden wir den ersten Schritt, wie du die kommende Finanzkrise überstehen kannst. Auf den Knien sagst du Gott, Herr Jesus Christus im Himmel: Das Geld, was ich habe, mein Besitz, alles, was mich ausmacht, das ist nicht mein Geld, das ist nicht mein Besitz, das sind nicht meine Talente. Mein Geld, das gehört eigentlich dir. Und ich möchte Folgendes tun, ich will es dir weihen. Hast du das schon mal gemacht? Bist du schon mal im Gebet zu Gott gekommen, und hast deinen ganzen Besitz ihm geweiht, dein ganzes Geld auf deinem Bankkonto, alles, was du hast in deinen Händen, hast du schon einmal Gott geweiht, vielleicht auch deine Familie, dein Ehepartner, deine Kinder. Und weißt du, sollte eines Tages eine Finanzkrise kommen, du dein Geld verlieren und über Nacht dein Geld nicht mehr da sein auf deinem Bankkonto, was auch immer da passieren könnte. Und dein Haus an Wert verliert und du merkst, es geht dir im Leben nicht mehr weiter, weil du deinen Job verloren hast. Dann kannst du zu Gott sagen, weißt du, Gott, es ist dein Geld. Es war dein Job. Und es ist auch dein Haus. Und wenn es jetzt nicht mehr da ist, Gott, du hast es mir gegeben, du hast es mir genommen. Dein Name sei weiterhin gelobt. Und du wirst mich weiterhin durch diese Krise führen. Auch die gläubigen Männer und Frauen im Alten und Neuen Testament haben das so ausgelebt. Schauen wir uns dieses Beispiel von Abraham einmal näher an. Abraham war ein sehr reicher Mann. Er hatte unglaublich große Viehherden, viele Schafe und Rinder. Die Bibel sagt in 1. Mose 14, die Verse 19 und 20, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Wer ist der Besitzer? Aller Dinge. Das ist Gott im Himmel. Und dann, was macht hier? Da sagt uns der Text, gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm, das ist Melchisedek, das war ein religiöser Leiter zur damaligen Zeit, er gab Melchisedek den Zehnten von allem. Was sagt Abraham hier? Ich anerkenne dich Gott als Besitzer und Erhalter der Erde. Ich gebe dir einen Zehnten Teil davon zurück, das sind zehn Prozent. Der Zehnte ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass alles, was sich habe nicht mir gehört, sondern Gott. Und ich denke an ihn, indem ich den Zehnten ihm wieder zurückgebe. Durch, den Ab, durch die Abgabe des Zehntens hat Abraham Gott auch angebetet. Abraham zeigte Gott damit, schau mal, alles, was mich ausmacht, kommt von dir. Mein Besitz, mein Talent, meine Gesundheit, all das kommt von dir und ich gebe dir einen Teil zurück. Und wenn wir das genauso machen, werden wir von Gott unglaublich gesegnet. Hast du schon einmal Zehnten gegeben? Wenn nicht, probier das einmal aus und du wirst sehen, wie Gott mit dir ist, und dir treu ist und dich unterstützt. Schauen wir uns das Beispiel von Jakob an. Er anerkannte Gott als den Schöpfer und Besitzer des Universums. Auch Jakob wurde von Gott mit Besitz gesegnet. Die Bibel sagt hier in 1. Mose 28, Vers 22, und von allem, was du mir gibst, sagt Jakob, will ich dir gewisslich was geben? Den zehnten Teil. Und so haben das die gläubigen Männer und Frauen in der Bibel gemacht, und sie haben damit gesagt: Alles, was ich habe, kommt von dir, und ich anerkenne und ich bete dich an als Schöpfer und Erhalter der Erde. Da war eine Veranstaltung wie diese, ein Vortrag, und jemand guckte sich diesen Vortrag an, beziehungsweise war live mit dabei beim Publikum. Da war ein junger Pastor, der hielt diesen Vortrag über Zehnten oder so einen ähnlichen, und da war unter den Zuschauern unter den Zuhörern ein Geschäftsmann. Und nach dem Vortrag kam dieser Geschäftsmann zu dem jungen Pastor und sagte: Ich möchte unbedingt mit dir reden. Das ist mir so unglaublich wichtig. Und dann haben die beiden Termin ausgemacht und da war der Geschäftsmann und saß dort und er war voller Wut, erregt, böse, er schnaubte. Naja, da kam schon fast Feuer aus seinem Mund. Das ist ein bisschen übertrieben von mir, klar, aber der war wirklich ärgerlich. Und er sagte zu einem Pastor, wie kannst du es wagen, mich so bloßzustellen vor allen Menschen? Also, dass ich den Zehnten zahlen soll? Ich meine, wie stellst du das überhaupt vor? Das ist unmöglich. Und der Pastor sagte, naja, ich habe das nicht gesagt. Das hat die Bibel gesagt. Das hat Gott dir gesagt. Und im Endeffekt ist es deine Entscheidung, ob du den Zehnten gibst oder nicht. Aber... Ähm, warum bist du denn so verärgert? Und dann fing der Geschäftsmann an, du weißt ja gar nicht. Dann holte er seine Tasche hervor und zeigte dem jungen Pastor eine Rechnung nach der anderen und sagte, diese Rechnung muss ich begleichen und die andere und ich komme meinen Finanzen überhaupt nicht klar. Der Pastor sagte ihm, könnte es sein, dass du vielleicht einen falschen Finanzplan hast? Bist du bis jetzt mit deinen Finanzen zurechtgekommen? Und der Geschäftsmann sagte, Nee, auf gar keinen Fall. Was ist das für eine komische Frage? Ja. Da sagte der Pastor, dann probierst du mal mit Gottes Finanzplan. Vielleicht sollte Gott dein Finanzratgeber sein. Fang an, den Zehnten zu geben. Für die nächsten sechs Monate teste Gott. Hast du schon mal Gott getestet mit dem Zehnten? Hast du schon mal deinen Zehnten bewusst gezahlt? Dann wirst du erleben, wie Gott bei dir ist. Und nicht immer wird Gott dir vielleicht Geld geben, dich finanziell segnen, aber du wirst diesen Frieden haben. Da gibt es Menschen in Afrika, die haben kein Haus, die haben eine Hütte, in der sie wohnen. Und ich habe Menschen besucht in, äh, in Asien, die ähnlich eh gelebt haben, in irgendwelchen Bambushütten, hätten nichts, aber sie hatten etwas Frieden. Und diese Menschen haben gläubig und treu ihren Zehnten gegeben. Und sie hatten diesen göttlichen, tiefen Frieden in ihren Herzen. Das kann dir Gott geben, wenn du ihm Gehorsam bist in allen Dingen, auch in dem Zehnten. Was ist der Zehnte? Der Zehnte ist der Zehnte Teil deines Einkommens. Es gehört Gott, so oder so. Aber wenn du den Zehnten zahlst, dann wird Gott dich besonders segnen. Andersherum willst du den Zehnten nicht erhalten. Der Zehnte dient zur Verkündigung des Evangeliums in der ganzen Welt, so dass alle Menschen die gute Botschaft hören können. Die Israeliten damals haben auch den Zehnten gezahlt. In 3. Mose 27, Vers 30 lesen wir: Alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn. Sie sind dem Herrn was? Heilig. Der Zehnte ist dem Herrn heilig. Also da war ein Israelit, der hatte zehn Kilogramm Haferkörner und hat ein Kilogramm davon Gott gegeben. Er hat zehn Äpfel geerntet und ein Apfel Gott gegeben. Wenn ich den Heiligen Zehnten Gott zurückgebe, dann sage ich ihm, ich vertraue dir. Ich möchte gerne dir treu sein. Ich bete dich an. Du bist der Besitzer und der Halter dieser Erde. Die Bibel beschreibt die Relevanz des Zehnten in Malachi Kapitel 3. Hier ein Wichtiger Text. Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Ich möchte Gott nicht berauben. Wie ist es mit dir? Ich meine, es ist eine Sache, einen Menschen zu berauben, aber etwas anderes, Gott zu berauben. Ja, womit berauben wir Gott? Wie geht der Text weiter? Ihr fragt mich, worin habt haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Die Bibel sagt hier, es gibt den Zehnten. Das ist der zehnte meines Einkommens. Und dann haben wir die Abgaben. Das sind die Gaben. Das sind freiwillige Gaben. Gott legt uns das aufs Herz. Und wenn wir vielleicht eine Kirche besuchen, wenn es Projekte gibt, dann unterstützen wir dies gerne mit einem freudigen Herzen. Und jeder gibt so, wie er gerne möchte und wie er geben kann. Aber der Zehnte, der gehört Gott so oder so. Und dieser Zehnte ist unglaublich fair. Da ist ein Mädchen, das erhält 10 Euro Taschengeld von ihrer Mutter. Und naja, ein, 10% davon sind wie viel? 1 Euro. Oder da ist ein reicher Geschäftsmann, der verdient 10.000 Euro netto oder, oder brutto, wie auch immer. Und davon der Zehnte ist dann 1.000 Euro. Und was machst du, wenn du gar kein Geld hast? Ich meine, 10% von nichts ist wie viel? Ist nichts. Aber du kannst vor Gott darum bitten, dass du Einkommen erhältst. Und dann kannst du Gott Zehnten zahlen, um das Werk Gottes zu unterstützen. Der Text geht weiter hier in Malachi Kapitel 3, Vers 10. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr, der Herrscher. In anderen Worten, bringe den Zehnten in das Vorratshaus Gottes. Was ist das Vorratshaus Gottes? Es ist die Gemeinde. Es ist der Ort, wo das Wort Gottes verkündigt wird und wo das Evangelium in die ganze Welt geht. Und da hinein sollen wir den Zehnten zahlen. Der zehnte Prozent unseres Einkommens. Und dann sagt Gott uns, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Du sagst vielleicht heute, naja, um ganz ehrlich zu sein, wenn ich jetzt meinen Zehnten zahle, ach, wie soll ich das denn schaffen? Am Ende komme ich mit meinem Geld gar ja nicht mehr klar. Vielleicht überziehst du regelmäßig dein Konto oder du hast irgendwelche Schulden, die du abbezahlen musst. Weißt du, wenn du mit deinem Geld auskommen möchtest, mein Freund, dann zahle den Zehnten und du wirst sehen, wie Gott dich segnet, wie er das irgendwie führt, dass du mit deinem Geld doch klarkommst. Und der Segen ist nicht nur finanzieller Natur, es kann auch sein, dass du einfach gesund bist, dass ähm, du keinen Stress hast mit deinem Vermieter, ähm, dass du tolle Erfahrungen mit Gott machst, dass du Menschen zu Jesus führen äh, wirst, dass Gott dich dadurch segnet. Der Segen Gottes ist unglaublich groß, vielfältiger Natur. Hier haben wir einen Mann, der eine besondere Geschichte hat. Als er 16 Jahre alt war, hat er sein Elternhaus verlassen müssen, weil sein Vater noch zu arm war, um ihn länger durchzufüttern. Und mit einem Bündel Habseligkeiten machte er sich dann auf den Weg nach New York. Er wollte die Herstellung von Seife erlernen. Als er dort ankam, war es für ihn sehr schwer, Arbeit zu finden. Aber er dachte an die letzten Worte seiner Mutter zurück, die eine gottesfürchtige Frau war und ihm den Rat gegeben hatte, immer an Gott zu denken, immer mit Gott in Verbindung zu sein. Und so hat sich dieser junge Mann Gott geweiht, hat gesagt, Gott, ich weiß nicht, wohin mein Leben hier führt, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich möchte gerne dir treu sein. Und ich möchte gerne doch etwas zurückgeben von dem, was ich verdienen werde. Und tatsächlich, dieser Mann hat dann seinen ersten Dollar verdient, hat Gott seinen Zehnten gegeben. Das waren dann zehn Cent. Und irgendwann dann aus dieser Gewohnheit heraus gab er Gott immer mehr Zehnten. Ja klar, warum? Er hat dann Geld gemacht. Er wurde Teilhaber eines Seifenherstellers, dann kamen immer mehr Dollar rein. Als dann sein Partner nach einigen, Geschäftspartner nach einigen Jahren starb, wurde er der alleinige ähm, Inhaber des Unternehmens. Und dieser gesegnete Geschäftsmann, der immer mehr Geld machte mit seiner Seife, hat dann ein Konto für Gott eröffnet und das Geschäft war am Wachsen. Unglaublich, wie durch ein Wunder. Schließlich entschied sich der Geschäftsmann hier, jetzt zwei Zehnten zu geben, also zwei Zehntel, das sind 20 Prozent, dann drei Zehntel, vier Zehntel und schließlich hat er gesagt, ich werde die Hälfte von meinem Gewinn als Zehnten immer regelmäßig an Gott geben. Und es sah so aus, ob der Umsatz seines, ähm, seines Unternehmens genau in dem Verhältnis steht zu seiner Großzügigkeit. Bald war seine Seife von diesem damals jungen Mann und jetzt war er ein Firmenboss gewesen, in jedem Haushalt weltweit bekannt. Bei diesem Mann, den Gott aufgrund seiner Treue zu seinem Schöpfer so sehr gesegnet hat, handelt es sich um William Colgate. Diese Erfahrung habe ich nicht aufgeschrieben, um, Produkte, um für diese Produkte Werbung zu machen von William Colgate, sondern einfach um dir zu zeigen, wie sehr Gott einen Menschen segnen kann, der treu seinen Zehnten zahlt. William Colgate ist nichts anderes als ähm, dieses riesige, ähm, Unternehmen, das ist die Colgate Palmolive Firma, ein multinationaler Konzern aus den USA mit einem Umsatz von ungefähr 16 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Wahrscheinlich kennst du Palmolive, hast vielleicht sogar so eine Flüssigseife bei dir zu Hause auch stehen und wer und du deine Hände mit? Das hier ist entstanden, weil Gott einem Menschen unglaublich gesegnet hat, weil hier ein Mensch Gott treu war. Berühmte Geschäftsmänner wie William Colgate, John D. Rockefeller, Henry John Heinz, kennst du den Heinz Ketchup? Ja, der ist von Henry John Heinz. Oder James L. Kraft, Frank äh, Woolworth, das ist die große Woolworth-Kette. Kraft hat diesen riesigen Kraft-Konzern und die haben treu ihren Zehnten gezahlt. Sagst du vielleicht, hey, wenn ich auch meinen Zehnten treu zahle, werde ich so reich wie diese Männer. Nein, so also ganz einfach ist es nicht. Gottes Segen ist nicht immer fehlend in der Natur, es ist, der ist sehr vielfältig. Manchmal sind unsere Herzen gefüllt mit Freude. Mit Frieden, mit Glück. Ein anderes Mal merken wir, Dinge halten einfach länger. Kleidung geht nicht kaputt, es ist nicht die Waschmaschine, also die hält einfach ganz lange. Und Gott stillt uns mit unseren lebensnotwendigen Bedürfnissen. Das, was wir brauchen, schenkt er uns. In Malaria 3, Vers 11 geht der Text so weiter. Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht um eure Ernte bringt. Der Fresser, wer ist das? Das ist Satan. Und die Bauern in Israel damals den wurde versprochen, dass ihre Ernte Frucht bringt. Der Text geht weiter und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der Allmächtige Herr: "Wenn du Gott treu bist, wird er dir treu sein. Gott wird sich immer um dich kümmern, egal was passiert, wenn du treu deinen Zehnten gibst." Vor einigen Jahren gab es eine riesige Heuschreckenplage in den USA. Da waren Heuschreckenschwärme, die waren so groß, also man konnte sie gar nicht mehr überblicken. Und diese Heuschrecken sind geflogen von einer Farm, von einer Landwirtschaft zur nächsten. Da gab es einen treuen christlichen Bauern mit dem Namen Will. Und dieser nordamerikanische Bauer, er machte sich auch Sorgen um seine Landwirtschaft. Will gab regelmäßig seinen Zehnten und er sah dann wie seine Kollegen seine Freunde, wie die eine Farm nach der anderen verloren. Da kam diese Heuschreckenplage einfach und fegte hinweg über all die Landwirtschaft, über landwirtschaftlichen Farmen und die Ernte war total zerstört. Und dann schließlich kam die Heuschreckenplage, die kam immer näher zu seiner Farm, von dem Bauer, des Bauern Wills, und die waren dann direkt davor. Was meint ihr? Was haben die Heuschrecken mit seinen Feldern, mit seiner Farm gemacht. Habt ihr eine Idee? Hast du eine Idee? Ja, diese Heuschrecken haben auch seine Ernte vernichtet. Du hast wahrscheinlich gedacht, ich erzähle jetzt eine ganz andere Geschichte, oder? Aber nee, die Heuschrecken haben auch die Felder vom Bauern Will total ruiniert, obwohl Will treu den Zehnten gezahlt hat. Die Bauernfreunde von Will kamen zu ihm und fragten, ähm, du Will, du warst doch immer Gott treu, du hast über deinen Zehnten gezahlt und die jetzt sind nicht nur unsere, sondern auch deine Felder vernichtet. Wo ist denn dein Gott? Dieser Bauer Will hatte immer so ein freundliches Grinsen im Gesicht. Und er sagte, ach, meine Freunde, ähm, ich vertraue Gott. Und, und die, die Freunde, seine Bauernkollegen sagten ihm, also warum grinst du denn so die ganze Zeit? Ich meine, wir können nachts nicht mehr schlafen. Wir sind von einem finanziellen totalen Kollaps. Einige von uns haben einen Nervenzusammenbruch erlitten. Es geht gar nichts mehr. Warum grinst du immer so? Und der Bauer Will sagte, Ach, es ist so einfach. Vor vielen Jahren habe ich mich hier niedergekniet in den Dreck und ich habe Jesus Christus, den Gott im Himmel, meine Farm, alles, was ich bin und was ich habe, geweiht. Ich habe gesagt, das ist deine Farm, das wird deine Ernte sein. Und wisst ihr, jetzt ist Folgendes passiert. Punkt eins, die Landwirtschaft hier gehört nicht mir. Es ist Gottes Landwirtschaft. Punkt zwei, Gott hat alles erschaffen, auch die Heuschrecken. Und Jetzt ist Folgendes passiert: Also die Landwirtschaft gehört Gott, die Heuschrecken gehören Gott. Und wenn Gott seine Heuschrecken auf seine Landwirtschaft, auf seine Landwirtschaft füttern möchte, dann ist das Gottes Sache. Und dann sagte der Bauer Will noch: Ihr seid alle emotional und finanziell am Ende. Und, und mir geht es ähnlich, aber ich habe da etwas, was mich trägt durch die Krise. Das ist dieser Friede Gottes. Und Gott hat mir gesagt: Sehe nochmal, bereite die Felder vor. Und dann passierte Folgendes, im nächsten Jahr hatte der Bauer Will eine Rekordernte. Vielleicht bist du gerade in finanzieller Not, weil du Gott treu den Zehnten gibst und du denkst wieder, Bauer Will, wie soll es weitergehen? Du hast alles verloren und du gehst auf die Knie und sagst, Herr Jesus, vergib mir, wenn ich vielleicht Fehlentscheidungen getroffen habe bei meinen Finanzen, aber ich will dir gerne treu weiter den Zehnten zahlen. Alles, was ich bin und was ich habe, gehört sowieso dir. Du gibst es mir, du nimmst es wieder von mir, es ist sowieso dein Geld, es ist dein Besitz. Und ich vertraue dir, du hast mir gesagt, du wirst immer bei mir sein. Hast du Gott deinen Besitz und dein Geld schon geweiht oder ist es deins? Und wenn es deins ist, dann tut es unglaublich weh, wenn es von dir genommen ist. Aber wenn es Gott gehört, dann ach, hat Gott es dir gegeben und er hat es wieder genommen und er schenkt dir wieder etwas Neues. Wie besagt im Psalm 37, Vers 25. Da sagt David hier, ich bin jung gewesen und alt geworden und ich habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Was für eine wunderbare Verheißung. Hier ist David jetzt alt und hat noch nie einen Gerechten, einen Gläubigen, einen, einen, Gottes, einen gottesfürchtigen Menschen gesehen, der von Gott verlassen war. Was auch immer du heute durchmachst, wenn du Gott heute den Zehnten gibst, wird er sich um deine Bedürfnisse kümmern. Er wird dir das Brot geben und das Wasser, das wird dir gewiss sein. Er wird dich überreich segnen mit Frieden und Glück. Er wird dir das Durchhaltevermögen geben. Was uns glücklich macht, ist nicht der Besitz, das Geld. Was uns erfüllt, das ist der Friede Gottes. Und mein Gott, sagt der Text hier, die Verheißung in Philippa Kapitel 4, Vers 19, und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Was gibt uns Gott? Alles das, was wir brauchen. In anderen Worten, ich ähm, brauche mich nicht zu fürchten vor der Zukunft, auch nicht vor der Finanzkrise. Gott schenkt mir all das, was ich im Leben wirklich brauche. Wenn ich reise, habe ich immer so eine Kreditkarte mit dabei. Und diese Kreditkarte ist gedeckt durch meine Hausbank. Und egal, wo ich hingehe, pft, 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 kann ich dann Geld abheben und damit bezahlen. Das ist etwas Wichtiges, wenn man am Reisen ist. So eine Kreditkarte. Aber die Verheißung hier aus Philippa Kapitel 4 ist eine ganz andere Kreditkarte. Diese Kreditkarte ist nicht gedeckt durch irgendeine Hausbank, sondern diese Verheißung hier aus Philippa Kapitel 4, dass Gott dir alles das gibt, was du brauchst, ist gedeckt durch die himmlische Bank, durch den himmlischen großen Reichtum. Und Gott wird dir immer alles geben, was du brauchst, wenn du ihm treu bist. Auch in dem Zehnten. Sprüche 3, die Versen 9 und 10. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit deinem Erstlingen all deines Einkommens. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kälte von Wein überlaufen. Du wirst voll gesegnet werden und überlaufen voller Segen. Ein Leben voller Frieden, Sicherheit, Glück, Entspannung wird Gott dir geben. Aber weißt du, wenn du egoistisch bist und du nicht gerne teilst und deinen Zehnten Gott nicht gibst, dann kannst du noch lange beten. Gott wird. Dir nicht mehr geben und mehr schenken, damit du noch egoistischer leben kannst. Nein, Gott schenkt dir erst dann etwas, wenn du damit richtig umgehen kannst. Die Bibel sagt in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Geld, nach dem neuesten Smartphone, nach der hipsten Kleidung. Nein, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden? Trachtet nicht nach den zeitlichen Dingen. Dieser Erde, sondern nach dem Reich Gottes und dann wirst du seinen Segen empfangen. Und was ist mit Jesus? Was sagt Jesus zum Bezehnten? Er befürwortet das Prinzip des Zehntens. Hier spricht Jesus mit einigen Pharisäern und er sagt, ein spannender Text, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel, das sind alles Gewürze, verzehntet und das Wichtigste im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Also was sagt Jesus hier? Ihr vernachlässigt das Wichtigste, was ist das? Recht der Barmen und tatsächlich der Glaube. Aber was sagt Jesus als nächstes? Macht euch keinen Gedanken über den Zehnten. Ihr braucht keinen Zehnten mehr zu geben, absolut nicht. Wie geht der Text weiter? Dieses sollte man tun und Jesus, jenes nicht lassen. Dieses sollte man tun in anderen Worten, es soll treu weiter euren Zehnten geben und jenes nicht Lassen, das ist Recht, Erbarmen und Glauben. Jesus hat gesagt, gebt den Zehnten, so anerkennt ihr Gott als Schöpfer und Besitzer der Erde. Wofür wird der Zehnte gegeben? Für das Reich Gottes, damit die gute Botschaft in die ganze Welt gehen kann, damit Menschen eine aktive Entscheidung für Jesus Christus treffen können. Und hier auf der Erde Gottes Gemeinde wächst. Geben macht glücklicher als nehmen. Der Zehnte wird dafür verwendet, damit die gute Nachricht von Jesus Christus allen Menschen gebracht wird. Der Zehnte wird nicht für neue Kirchengebäude benutzt, sondern einzig und alleine für die Verkündigung des Evangeliums. Und heute entscheiden sich Hunderte, Tausende Menschen auf der ganzen Welt für Jesus Christus. Sie werden glücklich und haben Halt und Sicherheit in ihrem Leben. Warum? Weil du treu deinen Zehnten gibst. Und mit wenig Geld kannst du viel erreichen, denn wenn du dein Geld gibst, wird Gott es vermehren in seinen Händen. Wenn wir den Zehnten geben, erfüllen wir uns mit, wir tanken auf mit Frieden und mit Freude. Denn umso mehr Zehnten wir geben, umso schneller und größer wächst das Werk Gottes in der ganzen Welt. Und vielleicht bist du ein treuer Zehntengeber und du zahlst regelmäßig deinen Zehnten. Dann vielleicht legt der Gott aufs Herz, dass du deinen Zehnten verdoppelst. Wenn du noch die Zehnten voll gegeben hast, dann fang erstmal an mit dem ganz normalen Zehnten. Aber Gott ruft dich und er hat mit deinem Geld Großes vor. Jesus hat sein Leben am Kreuz für dich gegeben. Was bist du bereit, für Jesus zu geben? Wenn ich zum Kreuz komme und die Nägel in den Händen Jesu sehe, wenn ich das Blut sehe, was dort heruntertropft, und wenn ich die Stimme Jesu hören rufe, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann erkenne ich dieses unglaublich große Opfer, das Jesus am Kreuz für mich gegeben hat. Er kam auf diese kaputte sündige Welt und starb für mich und für dich. Und er schenkt uns neues Leben. Wie wäre es, wenn wir ein Stück weit von dem, was Jesus uns gegeben hat, dieses neue Leben, auch den Segen, auch den finanziellen Segen, ein Stück von unserem Einkommen Gott treu wiedergeben? Zehn Prozent. Bist du bereit, den Zehnten Gott zu geben? Ist es dein Wunsch, deinen ganzen Besitz, alles, was du hast, Gott zu weihen? Hier eine deutschsprachige Familie, die gerade Bibelstunden erhalten hat. Und diese Familie hat dann irgendwann einen Text von Malachi, Kapitel 3, Vers 10 gelesen. Und dort steht: bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Haus Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr, ob ich dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten würde in Fülle. Entsetzt fragte die Frau ihren Mann: Du, äh, das kann doch nicht gehen. Gottes Ernst sein, sollen wir 10% von unserem Einkommen zahlen? Unmöglich, das schaffen wir gar nicht. Wir haben doch gerade erst mit diesem Kredit angefangen. Und wir wollten den Kredit innerhalb ähm, naja, der nächsten drei Jahre zurückzahlen. Und wenn wir jetzt den Zehnten geben, können wir den Kredit nicht mehr abzahlen. Das schaffen wir nicht. Also Gott versteht uns schon, wenn wir den Zehnten nicht geben, oder? Was hat die Familie gemacht, Was hat das Ehepaar gemacht. Sie sind auf die Knie gegangen und haben gebetet, haben gesagt, Gott, zeig uns, was dein Wille ist. Und ja, sie haben dann angefangen. Ein wenig Zehnten zu geben. Nicht den vollen, aber da haben sie nach einiger Zeit erkannt, nee, wir wollen gerne den vollen Zehn geben, weil wir den vollen Segen empfangen möchten. Wir möchten den vollen Zehn geben, weil wir Gott total treu sein möchten. Und so haben sie den ganzen Zehnten gegeben und haben sie ihren Kredit innerhalb von einem, fast einem Jahr zurückzahlen können. Und der Finanzberater aus der Bank sagte, sowas hat er noch nie erlebt, dass eine, eine Familie ja, diesen zehnten, Entschuldigung, diesen Kredit innerhalb von einem Jahr so schnell zurückzahlt. Und die Familie hat dann all ihre Ausgaben und Eingaben kontrolliert und hat dann gesehen, okay, wir haben unseren Zehnten gezahlt, wir haben unseren Kredit abbezahlt in einem Jahr unglaublich schnell, aber wir können es nicht verstehen, wie wir es finanziell geschafft haben. Wir, wir begreifen es nicht, wie wir unseren Kredit innerhalb von einem Jahr zurückzahlen konnten. Hier hat Gott ein Wunder gemacht. Diese Erfahrung hat dem Ehepaar gezeigt, dass Gott alles unter Kontrolle hat, dass er Menschen segnet, auch finanziell, wenn man den Zehnten zahlt. Und sie haben sich entschieden, in die Gemeinde Gottes einzutreten durch die Erwachsenentaufe. Zwei Jahre später hat dann die Familie erfahren, der Zehnte ist zu zahlen von dem, nicht vom Netto, sondern vom Bruttogehalt. Und ich meine, vom Bruttogehalt haben wir auch einen Segen, oder? Ich meine, wir zahlen da unsere Krankenversicherung rein, unsere Arbeitslosenversicherung, Sozialversicherung und so weiter. Also es bringt uns ja auch das Bruttogehalt, oder? Und so haben sie damals erkannt, aus, der, aus dem Wort Gottes, den Zehnten zu zahlen vom Bruttogehalt. sie dachten sich, oh Mann, jetzt müssen wir den Zehnten erhöhen, das schaffen wir nicht. Und dazu kam noch, dass die Familie gerade ein neues Haus gebaut hatte und jetzt einen neuen Kredit an der Backe hatte, also das Haus ja abzahlen musste. Und zusätzlich hatte die Frau gerade einen Job für 1.300 Euro, also sie, so viel erhielt sie jeden Monat. Und diesen Job musste sie kündigen, weil der Arbeitgeber unehrliche Geschäftspraktiken an den Tag legte. Und dann hat die Frau gesagt: Ich kann ihn nicht mehr mitziehen. Also wenn jemand so offensichtlich gegen das Wort Gottes arbeitet, ähm, ich mache das nicht mehr. Und dann hat sie gekündigt. Und somit mussten sie ihren Kredit abzahlen. Dazu kam noch, dass die 1300 Euro nicht mehr monatlich da waren, weil die Frau da ihren Job verloren hatte. Und jetzt sollten sie noch ihren Zehnten zahlen von einem Gehalt. Also sie wussten, das wird vorne und hinten nicht klappen. Da ist das Kredit abzuzahlen, das Geld fehlt vom zweiten Job und äh, dann noch Zehnten. Also es geht ja gar nicht. Aber sie haben sich überlegt, wir bringen das Gott vor. In Philippa 2, Vers 13 steht, Gott wirkt auch. Beides in euch, das Wollen und das Vollbringen. Und sie haben gesagt, Gott, hier steht es, das ist dein Wort, das ist deine Verheißung. Wir möchten gerne das einlösen, schenken uns dieses Wollen, das Vollbringen. Und dann haben sie ihren Zehnten tatsächlich gezahlt. Wenige Wochen danach passierte Folgendes. Der Ehemann wurde vom Chef eingeladen, bitte in sein Büro zu kommen. Und der Chef fing dann einfach so an, wie aus dem Nichts. Naja, ich habe festgestellt, dass sie für ihre Tätigkeit unterbezahlt sind. Wir werden ihr Gehalt anpassen. Der Ehemann bekam daraufhin nicht nur ein paar Cent mehr, nein, er bekam, ohne dass er vorher darum gebeten hatte, eine fast 50-prozentige Gehaltserhöhung. Und das entsprach genau dem Betrag, den die Ehefrau zuvor verdient hatte, nämlich 1.300 Euro im Monat. Wow, jetzt kommt die Familie gut mit ihrem Geld klar. Was lernen wir hieraus? Er segnen uns meistens erst dann, wenn wir im Glauben vorwärts gehen. Wenn wir treu unseren Zehnten zahlen, dann machen wir die große Erfahrung mit Gott. Oft sagen wir, aber Gott, ich will doch vorher, dass du meine Finanzen schon klärst und regelst. Dann gebe ich dir meinen Zehnten. Nee, Gott möchte, dass wir erst ihm treu sind, dass wir ihn prüfen. Und dann wird er uns nachträglich segnen. Finanziell nicht immer, aber auf vielfältige Art und Weise wenn wir dann Gottes Frieden und seinen Beistand erleben. Wie wirst du reich? In den Augen Gottes. Wie kannst du das Beste aus deinem Geld machen? Himmlischer Reichtum ist nicht primär Geld und Besitz hier auf der Erde, sondern ein heiliger Charakter. Freude, Friede, Sinn, Sicherheit, eine tiefe Hoffnung, eine echte Beziehung mit Jesus, das ist Reichtum. Wie wirst du wirklich reich, wenn du dein Geld investierst in die himmlische Bank? Wenn du treu deinen Zehnten zahlst, wenn du deinen Zehnten in das Werk Gottes dort hineinlegst. Jesus gab dir Talente, Zeit, Gesundheit, Besitz und Geld. Du gehörst wahrscheinlich zu den reichsten Menschen in der Welt, wenn du aus Europa kommst, besonders aus Deutschland. Wenn du dein Geld treu Gott gibst und deinen Zehnten, wird er dich überreich segnen. Willst du heute mit mir sagen, Herr Jesus, ich will dein Kind sein. Ich möchte gerne dir dienen. Ich möchte gerne dich alleine anbeten und nicht mein Geld. Du bist das Wichtigste in meinem Leben und ich möchte dir gehorsam sein und dir treu meinen Zehnten geben. Vielleicht sagst du heute auch, ich habe damit zu kämpfen, das ist so schwierig, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Dann bitte Gott darum, Philippa 2, Vers 13, in deinem Leben zu erfüllen, diese Verheißung. Und sag Gott, schenk mir das, wollen das vollbringen, er wird es tun. Und dann wirst du Gott prüfen und du wirst auch eine Erfahrung machen mit deinen Zehnten. Und weißt du, noch etwas anderes, wenn du Gott deinen Zehnten gibst und wenn du zusätzlich auch noch Gott alles weißt, auf die Knie gehst und sagst, Gott, mein ganzer Besitz, mein ganzes Geld, mein Haus, mein Auto, alles, was ich habe, gehört dir. Dann, wenn die Krise kommt, mein lieber Freund, dann wirst du nicht die Dinge verlieren. Warum? Weil sie dir gar nicht gehören. Dann, naja, ist es so, Gott hat es, dir, hat es dir gegeben und Gott hat es dir wieder genommen. Und Gott wird am Ende, in diesen letzten Tagen der Krise, der großen Finanzkrise, dir treu sein. Er wird dir alles geben, was du wirklich brauchst. Aber das kann er nur tun, wenn du ihn prüfst, wenn du ihm treu bist, wenn du gehorsam ihm alles weißt und wenn du ihm deinen Zehnten, der ihm ja sowieso gehört, wenn du ihm die wieder zurückgibst und somit sagst, Gott, ich liebe dich und ich bete dich an und ich erkenne dich, anerkenne dich als Schöpfer und Erhalter dieser Erde. Willst du das tun? Willst du deinen Zehnten Gott geben treu, immer wieder, regelmäßig? Möchtest du Gott gerne alles weinen? Wie wäre es, wenn du diese Entscheidung heute, hier und jetzt triffst? Ja zu sagen zu jesus christus wollen wir noch gemeinsam beten tun wir das jesus christus hab dank dafür dass wir von dir so reich gesegnet sind dass wir wir die meisten von uns oder eigentlich fast alle zu 99 prozent genug haben und sogar zu viel haben wir möchten nicht bitten dass du uns das wollen das vollbringen schenkst dir treu den zehnten zu zahlen dir auch gaben zu geben und wir möchten dich auch bitten, dass du unser Geld, dass wir dir wieder zurückgeben, dass du das segnest, dass du es vermehrst und dass damit viele dein Wort hören können auf der ganzen Welt. Hab Dank dafür, dass du das tun wirst. Im Namen Jesu. Amen. Lieber Freund, ich möchte dich einladen zu unserem nächsten spannenden Thema, das Geheimnis des Heiligen Geistes. Wer ist der Heilige Geist? Wie erhalte ich den Heiligen Geist? Und was macht der Heilige Geist mit mir? Oft ist es so, dass wir. Geistlich gesehen, antriebslos sind, schwach und wir fallen immer wieder in die gleichen Sünden. Wir haben keine Vollmacht, keine Liebe, keine Leidenschaft, kein Feuer für Gott. Wie erhältst du den Heiligen Geist? Komm, sei dabei beim nächsten Thema. Ich freue mich auf dich. Alles Gute und bis bald. Ciao.